Wir sind hier in Spielberg, 2 Stunden von Wien entfernt, an einer spektakulären Strecke vor einer Kulisse aus Wäldern und Hügeln. Das heutige Rennen wird sicher ein Schmankerl. Freuen Sie sich auf den großen Preis von Österreich. Der Red Bull, diese harte Strecke 700 Meter über dem Meeresspiegel, hat nur 9 Kurven. Die haben es in sich. Ein wahrer Test für jeden Fahrer. Wir haben außerdem 2 DRS-Zonen und Überholmöglichkeiten bei Kurve 2, wo die Steigung denen hilft, die sehr spät bremsen und dann innen reinziehen. Während die Fahrer unten in der Startaufstellung noch die letzten Einstellungen vornehmen, schließt sich mir ein Mann namens Stefan Römer hier bei mir in der Kommentatorenbox an und der weiß alles über den Druck vor dem Rennen. Stefan, schön, dass du bei uns bist. Sag uns doch bitte gleich mal, was den Fahrern jetzt gerade in diesen Momenten durch den Kopf geht. Ich denke mal, sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Die restlichen... Das ist mir egal, denn das werden wir nämlich gleich sehen. Das ist mir nämlich zu anstrengend. Was? Ah, weil ich einen Frühstart hatte oder was? So, da kommen langsam die Fahrer wieder an. Nach meinem kleinen Frühstart. Habe ich Angst jetzt zu starten. Wir starten als Drittvorletzter. Ich meine natürlich als Vorletzter. So. Und ab geht's. Ab geht's, Leute. Achso, nee. Der schaltet ja selber, stimmt ja. War ja was. Und wir haben vorgebrettet auf dem 14. Platz. Komm. Wie viele Runden gibt es? 36 von den Runden! Und das bei 25%. Oder habe ich 50%? Also ich glaube, ich habe mich jetzt entschieden, das Spiel doch zu kaufen. Ich muss sagen, mit der Variante, dass eben sich kostenlos... Also, wir starten das mal komplett neu. Was ist da passiert? WTF?
Ja, gleich mal Flügel weghauen. Ja, mein Frontflügel ist ja sowieso schon ab, also. Alter. Ja. Kollision verursacht. Der zieht mich mit. Ist angekommen, bestätige. Flügelschaden. Wollen wir wirklich auf die Untersoften gehen? Oh, wer hat mich hier weggezogen? Das kotzt mich an. Achso, meine Rennstrategie konnte ich nicht anpassen, weil meine Taste zum Aufnehmen ist V1. Falls das einen interessiert. Ja, man merkt, ich bin im Dreck gewesen. Und die Reifen wieder sauber fahren. Aber es kotzt mich sowas von an. Ja, dann übernimmt er erst. Das ist doch scheiße. Das ist doch sowas von Kacke. Diese scheiß Idioten. Zieht mir gleich die Ultrasoft mit drauf. Losfahren, losfahren. Ich glaube, da ist es sammelt für mich besser. So, durchdrücken gleich. Obwohl die Ultrasoften, die gehen noch so schnell kaputt. War keine gute Idee. Oh, ja, die sind schon sogar schon Startziel. Die hätten eine größere Map anmachen müssen. Das war eine scheiß Kollision, Frau. Ja, man muss auch sehen, ich war außerdem Renault und bin so schnell unterwegs, da kommen sie aber schon wieder. Schneller Moment. Bringt mir aber auch nichts. Ab jetzt die Runde kann ich sagen, okay, wenn ich schneller bin, ist alles gut. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone bist. Ach guck mal, da sind sie ja schon. Ja doch relativ, ist ja doch nicht so relativ schlimm. Die Achtplatzierten sind schlimm. Aber das geht ja noch. Müssen wir mal gucken, wie teuer das Spiel war. Also ich kann 8 Stunden konnte ich das Spiel jetzt ungefähr, oder kann ich das antesten? Scheiße! Ausgerutscht. Ah, da kommt der Erstplatzierte, da kommt der Erstplatzierte. Räumen jetzt von hinten alles auf. Genau. So. Also ich weiß gar nicht, habe ich jetzt schon 2 Verwarnungen in dieser Runde? Durch die letzte Runde komme ich nämlich durcheinander. Nicht
DRS-Bereich bringt aber nichts. Weil ich kann mein Lenkrad nicht so wie im echten Leben festhalten, so richtig mit Klammern. Das kriege ich bei Renngames oder beziehungsweise bei Eurotrack Simulator auch nicht hin. Ich kann das nicht, das ist für mich unbequem. Beziehungsweise das Lenkrad ist auch sehr klein. Vielleicht deswegen. Weil wenn ich jetzt mein Autolenkrad hier dran hätte, wäre es vielleicht etwas anderes. Achso, das Safety Car ist aus. Für die Leute, die es vielleicht das Spiel allgemein kennen, das Safety Car ist aus. Ich war in die Box reingefahren. Was ist da vorne wieder? Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 52,2 Sekunden. Vordermann. Aber nicht so. Ich habe keinen Plus am Treibstoff mitgenommen. What the fuck? Ich muss das in Einstellung, wie ich das immer ein bisschen zu aus. Kommt der erstmal zählte da, kommt der erstmal zählte. Oh, da ist jemand. Ricardus. Ne, wer war denn da? Hä? Doch, Ricardo war. Du bist in der Box. Ich bin 19 da. Ja, ich fühle mich besser. Ja, die nächsten sind soft, das finde ich gut. Wer kommt da? Man muss hier mehr drauf achten. Ich darf halt nie auf das andere Feld gehen. Okay, der Wagen hinter dir ist wieder auf der Strecke. Fährt jetzt mit ultraweichen Reifen. Wagen hinter dir jetzt auf ultraweichen Reifen unterwegs. Dann wird er mich holen. Wagen vor mir. Wie bitte? Die Verbindung bricht ab. Fahrer vor mir. Der Abstand zum Auto vor